das ist schon eben eine dunkle Zeit gewesen, wo ich gar nichts mehr von Gott gespürt habe. Und also Hochdeutsch reden zum Beispiel ist nur noch gegangen, wenn ich mir das daheim am Computer vorgeschrieben habe. Ich habe mir zum Teil nicht einmal mehr vorstellen, dass ich in einer Registratur Blätter ablecken könnte. Also so ein völliges Gefühl von absoluter Nutzlosigkeit und nicht mehr können machen, was ich eigentlich hätte wollen. Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Eine Namensvetterin, eine Namenskollegin vielleicht eher, habe ich heute im Vis-à-vis zu Gast. Es ist Ruth Maria Michel. Und sie hat gerade ein bisschen mehr Lebenserfahrung wie ich. Sie ist über 60 und hat ein bewegtes Leben hinter sich. Ich liebe ja das, wenn Menschen aus dem Vollen schöpfen können, weil sie schon durch vieles durch sind und wissen, von was sie reden. Bei der Ruth Maria Michel sicher die Kindheit, die so anders war wie die von den Kindern heute. Das ist mega auffallend, aber vor allem fasziniert mich an ihre Wissensdrang. Sie hat einfach wollen wissen, schon immer. Sie hat es geliebt, in die Schule zu gehen und sie hat einfach alles verschlungen, was ihr in die Hände gekommen ist. Und das Denken ist ihr auch so wichtig geblieben im Glauben, wo sie dann später entdeckt hat. Das Hirn nicht ausschalten. Die Ruth Maria Michel hat die Phase erlebt, wo sie im Leben aufgeblüht ist, aber auch, wo sie jahrelang in einem tiefen Loch war. Sie nimmt uns mit ihre Lebensgeschichte und ich freue mich drauf. Mein Name ist Ruth Stutz. Liebe Ruth Maria, wir sitzen hier im angenehmen Büro, dort, wo du arbeitest. Es ist ein mega angenehmer Raum, schön warm, ist klar, jetzt haben wir auch Sommer. Aber auch im Winter haben wir es angenehm da rein. Wo du ein kleines Mädchen warst, gell, ist deine Umgebung aber ganz eine andere gewesen. Also ganz einfach, gell, bist du aufgewachsen. Erzähl mal ein bisschen. Das war ein altes Bauernhaus gewesen. Das hatte nur einen grossen Kachelofen gehabt. Und der Kachelofen, an das kann ich mich noch gut erinnern, da war das Esszimmer gewesen. Das war eigentlich so der Lebeort gewesen von unserer Familie. Und ich kann mich noch gut erinnern, dort hatte es so ein Türli gehabt und dort hat die Mutter einmal im Winter Bosskopföpfel reingetan, gefüllt mit einer Mischung aus Nidle. Wir hatten ja immer genug Nidle gehabt. Es hat ja 30 Kühe gehabt im Stall, oder? Gemischt mit Haselnüsse. Und wenn man einmal von der Schule heimgekommen ist, dann hat das geschmückt und dann war das zu vierig. Und der Kachelofen, der hat eben ein Zimmer geheizt hinten dran und die Stube. Und da hat man mit Holz geheizt. Meine Mutter ist immer früh aufgestanden, dass wir warm hatten, wenn wir aufgestanden sind für die Schule. Und dann ist man im Winter verwacht mit Eisblumen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. An den Fenstern. Mit so Eisblumen an den Fenstern. So kalt war das. Und die Mutter auch früh aufgestanden, einmal einheizen im Badezimmer, dass wir dort können warm uns anlegen. Und erst viel später, also als ich schon in die Schule gegangen bin, hat es dann Elektroöfen gegeben. Und als ich so 15, 16 war, ist dann das Haus abgerissen und ein neues Haus gebaut worden. Hey, aber das war schon auch eine einfache Kindheit, oder? Einfache Umstände. Ja, wenn man jetzt vergleicht mit heute, aber früher haben wir ja nichts anderes gekannt. Mein Vater war eben Bauer gewesen, und zwar war er Verwalter von einem grossen Gutsbetrieb, der an einer katholischen Internatsschule gehört hat. Das heisst, es hat unzählige Bäume gegeben, Birnen und Zwetschgen und Äpfel. Und das war etwas, was ich dann nicht so gerne gemacht habe in den Herbstferien. Meistens, wenn es schon kalt war, haben wir dann einmal müssen auflesen. Und dann hat es aus dem aber etwas Feines gegeben. Der Vater hatte eine grosse Mostpresse gehabt. Und in dieser Internatsschule waren über 200 Schüler gewesen, von der ersten Primarklasse bis zu der dritten Sek. Und die hatten einen grossen Anteil Selbstversorgung gehabt. Also der hat einen Haufen Most gemacht, noch in diesen alten Fässern, wo dann auch die Buben vom Internat getrunken haben. Und danach hat es Ächer gehabt. Es hat, ich weiss nicht mehr genau, über 200 Zäune hat es gehabt. Wahnsinn. Und einen Haufen Kühe und Rinder. Und wo ich klein war, also bis etwa in die dritte, vierte Klasse, haben wir auch noch Schafe gehabt. Und an das erinnere ich mich auch noch, das habe ich einmal gehasst, weil die sind immer ausgebrochen und dann hat man dann die Schafe im Wald wieder müssen zusammentreiben. Genau, aber die, als ich in der zweiten oder dritten Klasse war, hat man dann die abgeschafft und das war für mich also eine Erleichterung, hat man nicht mehr denen nachlaufen müssen. Aber
ich habe es nicht als negativ in Erinnerung. Ich habe ja nichts anderes gekannt. Und auch, dass mir viel geholfen haben, finde ich, hat fürs Leben überhaupt nichts geschadet. Also, heute redet man ja viel von Resilienz, Widerstandskraft haben, wenn Krisen kommen, oder? Und wir haben das als Kind einfach schon müssen lernen. Mhm. Wo ich heute denke, mit diesen Helikoptereltern oft, ob sich da den Kindern wirklich einen Dienst tun, das frage ich mich schon sehr. Mhm. Also, ich finde nicht, dass ich Schaden genommen habe. Du bist ja die Älteste von fünf, gell? Mhm. Was hat das geheissen? Also hast du schon dort mega viel Verantwortung übernommen? Also viel hat es halt geheissen, dass ich gehört habe, du bist die Älteste, du musst jetzt vernünftig sein. Und nachher habe ich es, ohne dass man mir gesagt hat, halt einfach irgendwie gemerkt, dass Mutti hat so viel Arbeit. Und da war nur eine Grossmutter bei uns gewesen, zuerst die Mutter vom Vater und nachher die Mutter von der Mutter, die zum Teil auch also nicht gerade pflegebedürftig, aber doch hilfsbedürftig sie sind. Und das ist irgendwie für mich immer völlig klar gewesen, dass man versucht, der Mutti zu helfen und die Mutti zu entlasten. Mhm. Ihr seid gut katholisch aufgewachsen, hast du gesagt. Was heisst das genau? Was hat das bedeutet? Also das hat bedeutet, dass unsere Mutter mit uns gebetet hat, immer ein vorformuliertes Gebet, bevor wir eingeschlafen sind, und dass man vor dem Essen normalerweise das Vaterunser gebetet hat. Und das war ja eine katholische Internatsschule gewesen. Und gerade neben unserem Garten mit diesen vielen Bettchen war der Garten vom Internat. Und dort war eine Schwester Gertrud gewesen. Und als Kind, bevor ich in die Schule bin und auch als ich in die Schule bin, bin ich wahnsinnig gerne bei dieser Schwester Gertrud im Garten gewesen und konnte ihr helfen. Das war eine spannende Frau gewesen, die hat Geschichten erzählt und so. Und meine Eltern sind noch so aufgewachsen, gell? Da war zum Beispiel Sexualität ein Tabuthema gewesen. Mhm. Und ich finde es im Nachhinein immer noch sehr speziell, wenn einmal wieder ein Geschwisterte unterwegs war, hat mir die Schwester Gertrud dann das einmal gesagt, dass jetzt da wieder ein Geschwisterte kommt und nicht meine Eltern. Nein, so lustig. Ja, weil über das haben sie nicht gut können reden. Meine, so halt auch wie sie aufgewachsen sind, oder? Ja, genau. Gott hat immer eine Bedeutung gehabt. Es ist aber mehr so, wie soll ich sagen, Gott, ich habe gewusst, dass Gott existiert und ich hatte irgendwie auch wollen mit dem Gott im Kontakt sein. Und es, so wie ich es kennt hatte, war es dann einfach gewesen, dass man den Rosenkranz betet, ein vorformuliertes Gebet. Ich habe auf meine erste Kommunion einen Rosenkranz bekommen von meiner Grossmutter, also einen silbrigen, mit silbrigen Perlen. Und bis ich 20 war, der ist immer unter meinem Kopfkissen gelegen, habe ich unzählige Rosenkränze gebetet, weil ich gar nicht gewusst habe, wie man sonst anders noch beten könnte. Aber das ist dir wichtig gewesen, das hast du machen. Das ist mir wichtig gewesen, das hat mir irgendwie wie ein Urvertrauen gegeben, dass da noch jemand anderes ist, wo man bitten kann. Um Sachen, auch wenn ich gar nicht recht gewusst habe, um was, aber ich habe einfach den Eindruck gehabt, ja, vor allem am Abend vor dem Schlafen, das ist gut, wenn man jetzt Kontakt hat mit dem Gott, ja. Mhm. Einen rechten Einschnitt hat es ja dann gegeben, als du 14 gewesen bist, also dort ist deine Mami krank geworden, psychisch krank, was hat das geheissen dort? Also, im Nachhinein, das habe ich ja damals alles noch nicht gewusst, oder, hat sie einen manischen Schub gehabt. Also das hat sich auf ganz verschiedene Art und Weise gezeigt, aber auf jeden Fall, früher hat man dann gesagt, das sei ein Nervenzusammenbruch, sagt man heute nicht mehr so. Und dann ist sie in eine Klinik gekommen, in eine psychiatrische Klinik. Und das hat einfach bedeutet, dass ich sozusagen von einem Tag auf den anderen jetzt in die Rolle reingekommen bin, die sie hatte. Und im Nachhinein muss man sagen, ist sie natürlich wirklich überfordert gewesen mit all dem. Als Mutter von 5 Kindern mit diesen Knechten und nur Magd. Und also das ist wirklich ein psychischer Zusammenbruch gewesen. Damals hat man gesagt, das sei eine endogene Depression, also nicht durch einen äusseren Anlass zustande gekommen. Ja, genau. Und
Das hat dann eben bedeutet, ich bin ja in die Schule gegangen, ich bin damals in eine Privatschule gegangen, auf Zug, in die Marie Opfrig, in ein katholisches Mädcheninternat, in die Handelsschule. Und dass ich am Morgen, bevor ich aufs Postauto gegangen bin, um 6:45 vorgekocht habe fürs Mittag, dass dann mein Vater hätte können wärmen. Und dann, wenn ich wieder heimkomme, bin so um 5:30, 6, eben mit den kleineren Geschwistern die Hausaufgaben machen, das Nachkochen, meine eigenen Hausaufgaben machen und so. Und ich habe nicht wirklich eine Erinnerung gefühlsmässig. Also im Nachhinein frage ich mich, wie ich das alles geschafft habe, aber irgendwie ist es gegangen. Und ist aber eigentlich schon auch eine Überforderung gewesen, weil dort habe ich oft dann eben Jähzornsanfälle gehabt, wenn meine kleineren Geschwister, die mir nicht gefolgt haben, wenn ich die Arbeiten verteilt habe. Und das ist ja eigentlich klar gewesen, dass sie da nicht immer gefolgt haben, oder? Und ich habe mir dann einmal nicht besser zu helfen gewusst, halt eben als umschreien und Türen schletzen und so. Du bist halt am Ende gewesen, oder? Also ja, das hätte ich damals natürlich nicht so formulieren können. Aber am Samstag ist dann immer verteilt worden und ich habe versucht, das gerecht zu machen. Die Ämtli oder wer tut die Stege putzen. Das schönste Ämtli war immer, wer darf Blumen pflücken im Garten. Und weil dann ist in jedes Zimmer, auch von den Knechten, hat man ein kleines Blumensträusschen da. Und dann war das Waschen am Samstag. Und eben auch der Garten. Und beliebte Ämtli sind gewesen. Es hat immer einen Zopf haben gemacht für am Sonntag und meistens eben einen Kuchen. Weil zur damaligen Zeit hat man nicht jeden Tag ein Dessert gehabt. Aber am Sonntag hat es ein Dessert gegeben. Und da haben wir uns dann abgewechselt, einmal, wer am Samstag jetzt darf eben Kuchen machen und Zopf machen. Also weißt, wenn du das erzählst, dann lachst du sogar. Ich habe das Gefühl, du bist mega tapfer gewesen, bist da reingestanden, aber hast du es mal mich auch vermisst? Weißt du, jetzt so mit 14 ist ja das doch noch eine sensible Phase. Ja, also ob ich sie vermisst habe, weißt, man hat gar nicht Zeit gehabt, um über Gefühle nachzudenken. Ich musste doch einfach funktionieren. Und so das innere Ding, weißt, es gibt so ein Persönlichkeitsmodell, das Enneagramm heisst. Das habe ich natürlich damals noch nicht gekannt, aber ich gehöre da zu den Einermuster, die es gut und richtig machen wollen. Und da habe ich auch gesehen, dass mein Vater überfordert war mit der ganzen Situation und ja, also da habe ich doch auch ihn noch entlasten und dann hat es eben so einen massiven Einbruch nochmal gegeben. Gell, früher haben ja alle Soldaten ihr Gewehr und Munition daheim gehabt. Und dann bin ich einmal dazugekommen, wo ich gesehen habe, wie mein Vater das Gewehr geladen hat und sich wollte verschiessen, wahrscheinlich aus dieser ganzen Herausforderung raus. Und dann habe ich dort dazwischen können. Und ich weiß gar nicht, ob ich das meinen jüngeren Geschwistern je erzählt habe, aber das war für mich dann so ein Moment gewesen. Ich kann mich nicht einmal mehr auf den Vati verlassen. Jetzt muss ich auch noch schauen, dass es dem Vati gut geht. Und darum, das hat gar keinen Platz gehabt, jetzt da meine eigenen Befindlichkeiten irgendwie über die nachher zu denken. Also am Abend bin ich ins Bett und habe geschlafen, oder? Ich meine, da bin ich einfach müde gewesen. Genau. Und am Morgen wieder früh aufstehen und vorkochen. Also ja, genau. Pubertät hast du wie ausgelassen? Hast du gar keine Zeit gehabt? Ich habe gar keine Zeit gehabt, genau. Ja, so kann man das sagen. Und das war natürlich auch noch etwas gewesen. Ich habe die Mens ganz früh bekommen, mit 11,5, und bin nicht aufgeklärt gewesen, oder? Und da kann ich mich noch erinnern, da bin ich heimgekommen und habe am Mutti gesagt, du, beim Turnen muss ich mich also sau blöd verletzt haben. Jetzt blühtet das irgendwie und so. Und dann ist meine Mutter ganz verschrocken und hat gesagt, nein, was, jetzt schon? Und dann hat sie mir einfach gesagt, jetzt musst du immer ganz gut, noch besser als sonst die Hände waschen, wenn du auf dem WC gewesen bist. Und jetzt musst du halt einfach da die Stoffbinden einmal rein tun und so. Und sonst hat sie mir nichts erklärt. Und eine Woche später habe ich nachher ein dickes Buch bekommen, das weiss ich noch. Das hat geheissen, von 12 bis 16, wo ich dann sozusagen aufgeklärt worden bin, was jetzt das ist da, oder? Und da habe ich mir vorgenommen, also meine Schwestern, also das geht nicht so, oder? Auf jeden Fall habe ich dann sofort meine Schwestern aufgeklärt.
Das ist dann nicht ganz im Sinn von meiner Mutter gewesen, aber ich habe gefunden, also denen soll es mal ein bisschen anders gehen. Ja, ja, genau. Ja. Was man halt also macht als Älteste, oder? Genau, ja. So, genau. Die Verantwortung ja, übernehmen. Genau, ja. Was du mega gerne gemacht hast, das habe ich so ein bisschen rausgelesen. Oder ja, spüre ich bei dir raus, Schule. Das ist, glaube ich, etwas Bildung. Das ist etwas, was dir gefallen hat, oder? Ja, also, gell, ich bin aus einer einfachen Familie gekommen. In meiner Familie hat vorher noch nie jemand studiert gehabt. Und mein Vater wäre gern länger in die Schule und hat eigentlich auch gern studiert. Aber er ist im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen und mein Grossvater war einer von den wenigen Soldaten, der gestorben ist während dem Zweiten Weltkrieg. Und dann war er 16 oder 17 und dann ist er sozusagen in die Rolle des Ernährers reingekommen. Er war auch der Älteste und konnte halt nicht mehr in die Schule und hat eben eine landwirtschaftliche Lehre gemacht. Und wir sind ja eben aufgewachsen, gerade die 20, 30 Meter entfernt von dem katholischen Bubeninternat. Und das hat geheissen, dass alle Kinder von den Höfen in der Umgebung nicht auf die Bar in die Schule sind, sondern auf das Walterswil haben können in die Schule. Und das hat bedeutet, dass ich zum Beispiel in einer Klasse war von 28 Buben und wir sind 4 Mädchen. Mhm. Und mein Vater war eher ein konservativer Mann. Und das, ich bin zu Klosterfrauen in die Schule gegangen. Und das hat bedeutet, dass Mädchen immer müssen Röcke anlegen und noch eine Scheibe, also eine Schürze. Da wissen ja heute gar nicht mehr, was das ist, oder? Und die Scheibe haben ja hinten immer so eine Schleife gehabt, die man gebunden hat. Und das war natürlich ein Fest für die Buben, oder? Die Schleifen aufzutun und so. Und eben, wir mussten Zöpfe haben. Meine Schwester konnte es nachher durchsetzen, dass sie die Haare abschneiden durfte. Ich durfte die lange nicht abschneiden. Und die Zöpfe hatten ja unten auch wieder so Schleifen gehabt, oder? Und dann haben die Buben die natürlich auch wieder aufgezogen. Und danach hat die Schwester wieder geschumpft, das sah unordentlich auf, warum man sich jetzt und so weiter. Also, und das war schon auch noch etwas gewesen. Ich muss es diesen Buben irgendwie zeigen. Und das hat bei mir schon auch den Ehrgeiz angestachelt, ich muss einfach die Beste sein. Und das ist mir auch gelungen. Und das hat aber auch ungesunde Sachen gegeben. Also, wenn ich einen 5,5er hatte, statt einem 6er, bin ich brüllend heimgekommen. Meine Mutter hat das nicht verstehen, weil sie gefunden hat, ja, was willst du denn mehr, oder? Ja. Aber das ist schon etwas gewesen, der Wissensdurst und die Neugier. Du hast so ein bisschen die Literatur entdeckt in der Handelsschule, jawohl, also in dieser Klosterschule. Ja. Und dann hat man dir eine Bibel in die Hand gedruckt. Ja, also die Schwester Anna hat gemerkt, dass wenn wir Schiller gelesen haben zum Beispiel, dann hat man vielleicht 2 Werke gelesen. Dann habe ich die anderen auch lesen. Und dann hat sie mir immer, ich glaube, die gibt es heute noch, so die kleinen Reklambüchli gegeben, so gelbe Büchli sind das gewesen. Und der Goethe auch, da habe ich alles vom Schiller, alles vom Goethe, alles vom Gottfried Keller gelesen und so. Und wo sie das eben gemerkt hat, ist sie mal gekommen, finde ich heute noch erstaunlich, und hat mir eine Zürich-Bibel gegeben, das war ja ein katholisches Internat, und hat gesagt, schau, Ruth Maria, wenn du willst die Weltliteratur verstehen, dann musst du auch die Bibel kennen. Und dann habe ich gefunden, ja, wenn die Schwester Anna das sagt, die habe ich hochgeschätzt und geliebt, die hat mich sehr gefördert. Habe ich gedacht, ja, danach fange ich jetzt an für Bibel lesen. Und danach kommt mir ja irgendwie relativ schnell im Alten Testament zu diesen sogenannten Geschlechtsregister, wo es heisst, er zeugte mit ihr so und sie wurde schwanger und so weiter. Dann habe ich das langweilig gefunden. Und dann habe ich zuhinterst hinten angefangen zu lesen. Oh, das macht mir ja manchmal bei Büchern. Genau. Also, oh, und das ist das Buch von der Offenbarung des Johannes. Und dann habe ich da hinten gelesen, dass der Johannes so Offenbarungen gehabt hat und die Himmel hinein gesehen hat. Und das habe ich mir gar nicht vorstellen können. Und was er dort gesehen hat, habe ich nicht verstehen. Oder es hat mir eher Angst gemacht. Mm. Und dann habe ich dann gefunden, also ich glaube, das ist jetzt nicht für mich, da die Bibel. Das habe ich aber der Schwester Anna nicht getraut zu sagen. Und danach war das eine Zeit gewesen, damals auf der Strasse hat es viel von diesen orange angelegten Mönchen gehabt. Und die haben einem ja immer so Bücher dann angetrüllt, also die Veden zum Beispiel, da habe ich halt die gelesen. Und dann habe ich den Koran gelesen. Also sehr wissensdurstig. Sehr wissensdurstig, oder auch das, ja. Sinnsuche dort schon, oder einfach hat dich interessiert, was man da so glaubt?
Alles hat mich interessiert. Ja. Ja. Politik, Wirtschaft, Geografie. Also es hat, ich bin immer schon sehr vielseitig interessiert gsi, ja. Dann hast du ja eben angefangen zu studieren, hast Handelslehrerin wollen werden. Du bist eigentlich schon das erste Mal mit deinem heutigen Arbeitgeber in Kontakt gekommen, gell? Am ersten Tag. Am ersten Tag, genau. Wie ist denn das gewesen? VBG muss man noch erklären, eben, wer ihr genau sind oder was das dort war. Ja, also das ist eine Vereinigung, die zum Ziel hat, dass man Glauben und Denken zusammenbringen kann. Und darum hat die VBG damals wie heute Gruppen gehabt an den Mittelschulen, an Gymnasien und eben an den Universitäten, heute auch an den höheren Mittelschulen, wo man sich trifft und miteinander in der Bibel liest, so aus der Intention aus der Bibel ist wie die gemeinsame Publikation von allen Christen und das, was wir glauben, das sollte wie beruhen auf dem, was in dieser Bibel drin steht. Und die haben am ersten Tag so eine Umfrage gemacht, also noch mit Zettel, gell, wo da hat es noch nichts gegeben mit Internet oder also Handy sogar gar nicht, oder? Das war 1978 gewesen. Und dann hat man an dieser Umfrage können ankreuzeln, an was man sich da interessieren. Und ich weiss noch, ich habe mich da interessiert, ein Kreuzchen gemacht für eine Diskussionsgruppe über die historische Person Jesu. Und dann habe ich nach etwa einer Woche einen handgeschriebenen Brief bekommen. Ich habe mich da eben interessiert. Sie würden mich jetzt einladen an einem Freitag, das weiss ich noch gut, am Viertel ab 1 im Seminarraum im ersten Stock oben für so eine Diskussionsgruppe. Und dann bin ich da reingekommen und dann sind dort etwa 15 Studenten gewesen. Und wir sind, glaube ich, 4 Frauen gewesen. Das ist heute ganz anders an der heutigen Universität in St. Gallen. Aber damals waren nur 4% Frauen gewesen. Ja. Danach haben die angefangen zu lesen in der Bibel. Also ich habe mir das nicht so recht vorgestellt, was denn da eigentlich ist. Auf jeden Fall hat man dann da im Johannesevangelium angefangen. Und zwar eine Stelle, wo es heisst, wo Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und dann habe ich gedacht, um Himmels Willen, in was für einen Verein bin ich denn da geraten, oder? So ausschliessend und so. Ja, du bist sehr offen gewesen eigentlich. Ich bin, also mich hat einfach alles interessiert, ja, genau. Oder? Ja. Ich habe ja eben auch den Koran gelesen gehabt. Aber dann war ja in dieser Zeit der Umsturz im Iran, oder Persien, Iran, mit dem Sturz vom Schah und dann der Ayatollah Khomeini, der an die Macht gekommen ist und wo die Frauen alle hinter einem Schleier da hat. Und das war für mich eigentlich schon der Ursprung, um mich wirklich auf die Suche zu machen, was ist denn jetzt der wahre Gott? Weil ich gedacht habe, ich hatte jetzt als Frau einfach das Glück gehabt, dass ich in der Schweiz geboren bin und jetzt bin ich halt christlich in der katholischen Form, oder? Aber wenn ich jetzt im Iran geboren wäre, dann wäre ich jetzt auch hinter dem Schleier und das ist ja so weit weg gewesen, aber das hat mich wie persönlich betroffen gemacht, das Mitleiden mit diesen Frauen und das hat dann wieder zugeführt, also irgendwie muss ich herausfinden, ob es nicht eben der wahre Gott gibt. Vorher hat mich das sehr überzeugt, was ich in der Mittelschule gelesen habe, vom Lessing. Das ist ja ein deutscher grosser Schriftsteller, oder? Der Ephraim Lessing und Philosoph. Und der hat die sogenannte Ringparabel geschrieben. Und in dieser Ringparabel geht es ja darum, dass ein Vater stirbt und bevor er stirbt, lässt er allen von seinen 3 Söhnen lässt er zu sich kommen und gibt ihnen einen Ring. Und der Ring, das ist eine Familie besitzt, und der Sohn, der den Ring hat, der hat sozusagen nachher das Wohlgefallen von der Familie und von Gott oder den Göttern. Und nach dem Tod von diesem Vater merken all 3 Söhne, dass sie so einen Ring haben. Ja, und welches ist denn jetzt der richtige Ring?
Und der Lessing hat damit sagen, die drei Religionen, Judentum, Christentum und Islam, das kommt jetzt gar nicht so darauf ab, weil es als der echte Ring ist. Man soll doch einfach demgemäß leben, wo man hat, oder? Und so die allgemein ethische Religiosität, und das hat mich bis zum Sturz von dem Schah, hat mich das überzeugt, oder? Mhm. Da habe ich gedacht, ja, ich lebe jetzt da im Westen, das habe ich so gelernt und darum lebe ich jetzt als Christin. Und das ist durch den Sturz vom Schah und der Ayatollah Khomeini, der die Frauen hinter den Schleier verbannt hat, das kann man schwer erklären, aber das war für mich fast wie eine persönliche Kränkung gewesen, weil ich dann gedacht habe, ich habe jetzt einfach wahnsinnig Glück, dass ich in der Schweiz geboren bin, oder? Wenn ich jetzt dort hin wäre, dann müsste ich jetzt auch hinter den Schleier und ins Haus versorgt und keinen Beruf mehr. Und eben, ich war ja im Gymi gewesen, ich hatte Pläne gehabt, oder? Ich war die Erste in der Familie, die können ins Gymi gehen konnte. Und das ist so der Hintergrund gsi, wo ich nachher mit denen go Bibel lesen. Und dann sagt er eben, das ist das einzig Wahre, oder? Und das hat mich herausgefordert und ich hatte zuerst gefunden, also die sind ja auch so extrem, oder? Und dann am Schluss von dieser Stunde haben drei von diesen Studenten frei bettet. Also die haben zu Gott geredet, wie wenn der da wäre, zu Jesus Christus geredet, wie wenn der da wäre. Und zwar nicht so, wie ich es mich gewöhnt war, das Vaterunser oder das Ave Maria, sondern dass ihre Prüfung gelingt oder dass jetzt die da waren, doch könnten irgendwie merken, dass Jesus die Wahrheit sei und so. Und irgendwie ist das so gewesen, wie ein angezogen sein und ein abgestossen sein, oder? Ich habe gedacht, Mama mia, sind die intolerant, nur mit Jesus. Und gleichzeitig ist da so etwas Persönliches rausgekommen. Das hat mich sehr angezogen. Und eigentlich nicht wegen dem Inhalt, sondern wegen der Art und Weise, wie die gegangen sind, bin ich dann jeden Freitag am Viertel ab eins mit denen wieder Bibel lesen und diskutieren wie verrückt, oder? Das hat es einfach mögen leiden, oder? Die Diskussion, das ist für dich mega wichtig gewesen, oder? Nicht so einfache Antworten einfach bekommen, sondern dass man etwas auf den Grund gehen kann, auch dieser Person Jesus Christus, oder? Ja, genau. Und ich hatte die manchmal die haben manchmal dann auch keine Antwort gehabt, aber sie sind gleich freundlich gewesen zu mir und so. Und dann war es so, dass damals das erste und fünfte Semester zusammen Wirtschaftsgeografie-Vorlesungen hatten. Und dann ist immer ein Student neben mich sitzen. Und dann hat er immer, alle 14 Tage hat er mich gefragt, hast du dich schon angemeldet für Florenz? Florenz war so ein Lager für Studierende, wo man sich eben sehr auseinandergesetzt hat mit dem christlichen Glauben und der Bibel. Da habe ich mich also tatsächlich am 1. März noch angemeldet für auf Florenz. Und nachher bin ich da, ich bin ja noch nie gross im Ausland gsi, oder? Wir haben uns jetzt da nicht gross mögen Ferien leisten als Bauernfamilie. Und dann bin ich da zu Zürich eingestiegen. Und dann ist vis-à-vis von mir ein Mann abgesessen, der hat Rolf Lindemann geheissen. Habe ich damals natürlich alles noch nicht gewusst. Der war zuständig für die Studierendenarbeit. Und irgendwie müssen die von St. Gallen dem gesagt haben, da kommt jetzt eine Studentin, die hat sehr einen Haufen Fragen und so. Ist eine grosse Zweiflerin. Auf jeden Fall ist der vis-à-vis von mir gesessen und der ist so auf mich eingegangen und ja, hat sich für mich interessiert und so. Und das war damals eine lange Fahrt auf Florenz, oder? Ohne Umsteigen. Ich weiss auch nicht mehr recht. 5-6 Stunden oder so. Und auf jeden Fall hat er mir in einer Sprache, die ich verstanden habe, gesagt, wenn ich wirklich will, in Zukunft leben mit dem Gott, von den Christen, so wie er in der Bibel beschrieben wäre, dann wäre es gut, wenn ich das in einem Gebet ausdrücken würde. Und wenn ich das nicht allein würde machen, sondern mit jemandem, der da zulässt und bestätigt, das helfe mir später, wenn ich Zweifel bekomme, dass ich wüsste, ich habe da einen Zeuge. Und dann habe ich das zugelassen. Und ich habe aber nicht in dem Sinne das Gefühl gehabt oder so, aber ich habe gedacht, also gut,
jetzt gebe ich dem 50% Chance, dass das stimmt, was er da erzählt. Und habe am nächsten Tag, als ich dort unten in dem Florenzlager war, auf einem wunderbaren so Landgut, habe ich eine Studentin, eine Medizinstudentin ausgewählt, die ich gewusst habe, die ist auch im Team, und habe gesagt, ich will mit dir spazieren. Und dann habe ich ihr gesagt, auf dem Spaziergang, also, der Rolf Lindemann hat mir gesagt, es ist sinnvoll, wenn man mit Gott leben will, dass man dann da wie in einem Gebet ihm das sagt und dass es gut ist, wenn ich eine Zeugin hätte dazu. Und jetzt möchte ich das machen und du bist meine Zeugin. Ja. Und die hat nicht recht gewusst, wie ihr geschieht. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, das ist wirklich irgendwie wie romantisch gewesen. Also wir sind da unter einem, das ist im März gewesen, wir sind unter einem blühenden Mandelbäumli dann abgesessen. Und dann habe ich das gebetet. Also, Jesus Christus, ich weiss nicht, ob das wahr ist, dass du Gott bist, der wahre Gott. Aber wenn das so ist, will ich jetzt dir mein Leben anvertrauen und ich will mit dir leben. Und das war also schon sehr speziell gewesen. Als ich Amen gesagt habe, ist die Wolke auseinander und die Sonne ist vorgekommen, ja, und hat mich angeschienen. Also es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber das war für mich damals gewesen, wie, jetzt hat Gott mein Gebet gehört und Amen, ja, gewesen. Und ab dann habe ich nie mehr einen Zweifel gehabt, dass der Gott, wie er sich in der Bibel, in der Person von Jesus Christus offenbart, dass das der Gott ist, der das tragende Fundament von meinem Leben ist. Das heisst nicht, dass ich nachher nicht viel Zweifel auch hatte, aber nicht Zweifel, dass Gott sich in Jesus Christus uns Menschen zeigt und uns einlädt. Das ist einfach klar, ja, gewesen. Ja. Das hat nachher auch geheissen, du bist mit dem Jesus weitergegangen, dein Leben mit ihm gelebt, auch viel erlebt, gell, im Glauben rein. Mehrere Jahre ist es dir, bist du aufgeblüht, kann man das sagen? Hat sich auch die Frage gestellt, gehst du eine Karriere an oder Theologiestudium, gell? Das war auch noch so eine Frage. Ich kann sagen, nachher hast du das abgeschlossen, das Theologiestudium, und bist nachher zu VBG arbeiten, gell? Genau. Du hast eine mega gute Zeit in deinem Leben gehabt, kann man sagen. Das kann man sagen, weil es ist mir vorgekommen, wie wenn der Heilige Geist mich schieben würde. Also der Heilige Geist, so das, was du wie so gespürt hast in der Also Lichen. Gegenwart von Gott, ja, könnte man vielleicht, ja, auch sagen, ja, ja. Aber ich habe mich einfach masslos verausgabt, oder? Ich habe wie nicht mehr, also dass man auch genug Schlaf muss haben und auch mal frei machen, so ein bisschen in einem falsch verstandenen Glauben an Gott. Ich bin jetzt wirklich gerufen, das habe ich schon immer noch geglaubt, glaube ich heute noch, dass mich Gott wie eingeführt hat in die Arbeit, aber nicht, dass dann eben auch schöpfungsmässige Grenzen, wie zum Beispiel genug schlafen, dazugehören. Und dann, eben, das hat eigentlich geblüht. Ich war in einer katholischen Pfarrei gewesen, wo ich mich engagieren konnte. Wir haben Glaubenskurs gemacht. Menschen haben eine persönliche Beziehung zu Gott gefunden in diesen Glaubenskurs. Wir konnten Hausbibelgruppen gründen. Aber eben, aus heutiger Sicht würde ich sagen, völlig unvernünftig. Und habe dann plötzlich nicht mehr können schlafen und bin wirklich in eine ganz schwere Depression hineingerutscht. Was hat das geheissen? Also nicht mehr können schlafen, weißt du? Also ich habe vielleicht nur eine Stunde oder zwei können schlafen. Das kann man sich ja vorstellen, wenn man 3-4 Wochen oder das nicht mehr kann. Und dann habe ich dann gefunden, jetzt muss ich mal zu einem Arzt gehen. Dann bin ich zu einer Ärztin gegangen. Und die hat mir dann verschiedenste Medikamente gegeben. Und im Verlauf von anderthalb Jahren hat die mit mir 14 Medikamente ausprobiert und nichts hat genützt. Und bis ich dann einfach gemerkt habe, also so geht es nicht mehr weiter. Ich hätte am liebsten wollen sterben. Ich habe nichts mehr von Gott empfunden. Also die Abwesenheit von Gott, vorher, wo es so intensiv war, oder? Das war also ganz etwas Schlimmes gewesen. Eben, und wenn man so lange, jede Nacht nicht länger schlafen kann als 3,5-4 Stunden, oder? Da wird man
Ja, ja. Einfach fast ja. krank. Ja, genau. Und dann habe ich mich dann, selber bei einem Psychiater angemeldet. Und dann in der ersten Stunde hat er mir schon gesagt, wenn sie früher gekommen wäre, hätte es gar nicht müssen so, also so weit kommen. Also hast du recht lang gewartet? Also mehr als anderthalb Jahre ja. habe ich gewartet, weil ich so dem falschen Verständnis aufgesessen bin, dass wenn ich doch an Gott glaube, dann brauche ich doch keinen Psychiater. Mhm. Und die Ärztin, wo ich gegangen bin, das war ja auch eine gläubige Frau gewesen, oder? Ich habe ihr dann einfach blind vertraut und habe erst nachher, wo ich dann eben bei diesem Psychiater in Bern war, halt auch angefangen lesen, was eine Depression ist und wie sich das ausdrückt und so. Und habe dann schon relativ lang gehabt und viel Medikament gebraucht und am Anfang wöchentliche Psychotherapie, mhm. bis ich das wieder überwunden haben. Das war schon eben eine dunkle Zeit, in der ich gar nichts mehr von Gott gespürt habe. Und manchmal mir, also Hochdeutsch reden zum Beispiel, ist nur noch gegangen, wenn ich mir das daheim am Computer vorgeschrieben habe. Also auch so eine mega Schwäche irgendwie? Grosse so eine... Schwäche, ja. Also ich habe mir zum Teil nicht einmal mehr vorstellen, dass ich in einer Registratur Blätter ablecken könnte. Also so ein völliges Gefühl von absoluter Nutzlosigkeit und nicht mehr können machen, was ich eigentlich hätte wollen und ein grosses, schlechtes Gewissen haben. Auch wenn das erste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selber. Ich habe gar kein Gefühl mehr gehabt, niemandem mehr gegenüber. Ja, und dann habe ich wollen gehen in der VBG und dann hat der damalige Leiter mir gesagt, Ruth Maria, ich war dabei gewesen, wo du, das ist jetzt ein frommes Wort, eine Berufung bekommen hast für die Arbeit in der VBG. Und ich sehe nicht, dass Gott die Berufung zurückgezogen hat. Und dann hat er mich zurück auf Freiburg geschickt und hat gesagt, Gott kann auch durch die Schwäche durch dich und mit dir wirken. Und das ist etwas, also dass der Mann an mich geglaubt hat, und ich damals nicht in ein völliges Loch gestürzt hat, das ist, glaube ich, wirklich, jetzt menschlich gesagt, meine Rettung gewesen. Und es ist ja doch 5 Jahre gegangen. Ja, also, und genau. Wirklich eine schwere Depression, ja, also genau. Mit Selbstmordgedanken. Viele Selbstmordgedanken. Aber ich habe einfach gewusst, also ich darf mein Leben nicht selber beenden, weil der Bibelvers ist mir oft da gewesen, meine Zeit steht in deinen Händen. Und da habe ich gewusst, auch wenn ich schon viele Selbstmordgedanken hatte, das darf ich nicht machen. Aber jetzt hast du eigentlich so einen Sinn gefunden in dem Glauben an den Jesus und hast dich dann auch gefragt, warum ist jetzt das? Also warum habe ich so den Sinn verloren? Warum geht es mir so schlecht, wenn ich doch an einen Gott glaube, ja. das Leben verspricht? Ja. Also gell, das hat verschiedene Aspekte. Einiges verstehe ich bis heute noch nicht, aber man muss sagen, eben meine Mutter war ja schon schwer psychisch krank, meine Grossmutter auch. Man kann nicht Depressionen vererben, aber man kann wahrscheinlich eine Anlage erben. Das ist sicher das eine. Das zweite war, ich habe mich so völlig verausgabt, dass ich auch die schöpfungsmässigen Ordnungen nicht mehr eingehalten habe. Zum Beispiel, dass man genug schlaft oder dass man am Sonntag frei macht oder so. Ich habe mich ja auch in dieser Pfarrei so investiert, oder? Und da würde ich schon sagen, es gibt Sachen, die ich heute noch nicht verstehe, aber ich denke mir, in der christlichen Tradition redet man von der sogenannten Nacht der Seele. Oder ja, die tiefe Nacht der Seele. Dass ich wie denke, das war so eine Mischung zwischen so einer klinischen Depression und eben dieser gefühlten Abwesenheit von Gott, wo wie Sachen von uns weggenommen werden, die wir selber nicht können machen. Und ich glaube, in dieser Zeit, die werde ich nie mehr erleben, aber da ist wie etwas von dem, das, was Christen Gnade nennen. Also mit Gott verbunden sein, weil Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, ohne dass ich irgendetwas dazu beitragen muss. Und dass er immer bei mir ist, ob ich ihn fühle oder nicht. Das ist, glaube ich, vom Kopf ins Herz runtergefallen. Und das hat nachher schon sehr mein Leben geprägt und hat dann auch dazu geführt, dass ich die Exerzitienausbildung gemacht habe. Also Exerzitien, das ist so eine bestimmte Form von christlicher Meditation mit
Bibelstellen, wo man immer damit anfängt, etwas zu meditieren. Also eben nicht eine halbstündige Predigt bekommen, sondern man hat einen Bibelvers oder eine Bibelstelle, wo man eine halbe Stunde einfach wiederkäuen kann, sodass man sich verinnerlichen kann. Du sagst ja, das war so ein bisschen wie das, wie du daraus heraus auch gekommen bist für dich selber, gell? Jawohl. Dass so einfache, ganz einfache Gebete hast du wie wieder anfangen nach 5 Jahren oder so beten. Ja, genau, 3,5, 4 Jahre, okay. Genau. Ja, dort genau. Ist ein bisschen Leben wieder reinkommen. Das ist wie, ja, ich kann mich erinnern, ich bin dann eben, man sagt dem eben Exerzitien, ja. Also geistliche Übungen machen, eine Woche, wo man immer nur in der Stille ist, außer im Gottesdienst und wenn man ein Gespräch hat mit dem, wo man geistlichen Begleiter nennt, jeden Tag so 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Und in dieser Woche, in einem so einem Haus, wo Exerzitien gegeben hat, habe ich das erste Mal wieder, wo man, also man kann sich fragen, was macht man denn da? Eine ganze Stunde einfach nur da sitzen oder da knüllen und nichts machen, nicht einmal meditieren, sondern man war einfach in dieser Kapelle gewesen. Katholiken sagen in dem Anbetung, also die Hostie, wo wir Katholiken glauben, dass da Jesus Christus in einer besonderen Form anwesend ist, auch wenn ich die jetzt nicht erklären kann, wie das ist. Einfach dort sein und wissen, Gott ist da in Jesus Christus und ich bin da und das genügt. Und dann habe ich das erste Mal wieder etwas gespürt in einer so einer, man sagt dem, kontemplativen Stille. Da habe ich das erste Mal wieder gespürt, mal Gott ist da nach 5 Jahren. Das war nicht mehr so spektakulär wie vorher. Und dann habe ich wie gemerkt, als ich angefangen habe, über meine Erlebnisse zu reden, auch über Depression und die Erfahrung, dass es anderen auch noch so geht, aber das ist ja so schambehaftet, wenn Christen Depressionen haben, über das redet man wie nicht. Und dann habe ich wie gemerkt, das ist eine Form von Spiritualität, das hat mir sehr geholfen. Und ich möchte, dass andere Menschen auch Zugang bekommen zu dem. Und dann bin ich eben zu dem damaligen Leiter, zum Rolf Lindemann, gegangen und habe ihm das gesagt. Und dann hat er gesagt, ja, dann mach du die Exerzitien-Ausbildung. Und durch das bin ich in das hineingekommen, wo mich ja heute, bis heute prägt, wo ich beruflich so zum Drittel mache, eben die sogenannten geistlichen Übungen, wo man sein Leben auf Gott ausrichtet, für den Alltag anleiten. Ganz praktisch, weißt, wie sieht denn das aus, so eine Exerzitienübung? Wie muss man sich das vorstellen? Also du schaust einen Ort, wo du kannst möglichst ungestört sein kannst und dann tust du dein Nattel auf einen Flugmodus stellen, dass da nichts reinkommt. Wenn du in einer WG bist, machst du ein Zettel an die Tür. Die nächsten 35 Minuten soll man mich bitte nicht stören. Ich persönlich, wenn ich in Zürich bin, wir haben da unten eine Kapelle, wo ich gehen kann. Und wo wir die noch nicht hatten, bin ich viel in die Frauenkirche unten in Katakomben reingegangen über den Mittag und habe einfach dort meditiert. Also ich komme in die Stille, danach nehme ich eine gute Körperhaltung ein, dass ich wirklich möglichst 30 Minuten kann gut sitzen, ohne mich jetzt da zu kümmern, kneift es mich irgendwo. Und dann tut man ein sogenanntes Anfangsgebet beten. Also das heisst, dann sage ich Gott, was ich mir jetzt wünsche. Also eins von meinen Lieblingsgebeten ist «Da sein vor dir, Gott, das ist alles. Die Augen meines Leibes schließen und still sein, die Augen meiner Seele schließen und warten, dir gegenwärtig sein, dem unendlich Gegenwärtigen.» Und dann tut man gut schnaufen. Das Schnaufen hilft mir zum Ankommen. Und dann habe ich einen Bibeltext, den ich dann 3 bis 5 Mal laut lese. Und dann lasse ich den einfach auf mich wirken. Was macht der mit mir? Und wenn meine Gedanken abschweifen, lese ich ihn noch einmal. Und nach etwa einer Viertelstunde schaue ich, was habe ich jetzt für Gefühle über diesen Bibeltext. Erst dann, genau. Also man sagt immer so, in der Exerzitiensprache, ich nehme dann die Regungen meines Herzens wahr und rede mit Jesus Christus darüber, wenn es mir möglich ist, oder halt zu Gott, oder du grosses Du, oder was man halt sich unter Gott vorstellt. Und dann rede ich mit ihm darüber. Also
das freut mich jetzt, oder das verstehe ich nicht, oder das regt mich auf, oder so. Und man sagt in der Exerzitienarbeit, das ist eigentlich der Wandlungspunkt, wenn ich mit Gott fange, über das zu reden, was wirklich mein Herz bewegt. Man redet von den Regungen des Herzens mit Gott besprechen. Und nachher schließt man ab mit einem Vaterunser oder mit einem Kreuzzeichen oder mit einem Lied oder so. Und dann, das ist jetzt eben wichtig, tut man nachklingen lassen, nur mal etwa 5 bis 10 Minuten reflektieren. Wie ist jetzt das gsi? Also, vorher bin ich mehr bei den Gefühlen, bei den Regungen und nachher kommt der Verstand wieder dazu. Und da habe ich wie gemerkt, jetzt hat die Spiritualität passt zu mir. Oder? Also mit dem Herz glauben, aber das Denken nicht ausschalten. Und wenn ich in der VBG arbeite, oder, wo Glauben und Denken zusammenkommen, denke es mich wie, Spiritualität ist ja die Ausdrucksform vom Glauben. Da gibt es ganz verschiedene Spiritualitäten, die man leben kann. Da habe ich wie gemerkt, die sogenannte ignatianische Spiritualität, weil der Ignatius von Loyola der Erfinder sozusagen ist von diesen Exerzitien, die hat mich gefunden und seitdem lebe ich in dieser ignatianischen Spiritualität. Wieso hast du das Gefühl, es ist genau das, was dir so aus dem Tief rausgeholfen hat? Also eben, weil Glauben und Denken das zusammenkommen es, ja. Und ich vorher schon sehr rational vor allem unterwegs war, aber auch so ganz spezielle, gefühlsmässige Erfahrungen gemacht hatte. Also man redet bei den Christen so unter charismatische Erfahrungen und die haben ja alles nicht mehr getragen während dieser Depressionszeit. Dass man studiert die biblischen Hintergründe, aber es dann gleich ganz persönlich für sich nimmt. Und dass das nicht sich widerspricht, sondern sich ergänzt. Also nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Wie geht es dir denn heute? Bist du wieder total hergestellt, wiederhergestellt? Ja, also mir geht es gut. Aber ich merke, wenn ich in der Gefahr bin, dass es wieder zu depressiven Verstimmungen kommen. Und dann weiss ich einfach, das ist dann, wenn ich mich überfordere, wenn ich zu viel arbeite. Und da hat mir schon auch geholfen, ich war ja ganz lange Single gsi und als ich 50 war, habe ich meinen heutigen Mann kennengelernt. Und das ist mir in dem Sinn schon zu einer Hilfe geworden, ich wollte ja Zeit auch mit ihm verbringen. Und das hilft mir doch ein bisschen, weniger zu arbeiten. Du schaffst halt so gerne, ja, oder? Es ist ja, und wo hört damals das Arbeiten auf und wo fährt das Arbeiten an? Das kann man ja, wenn man so einen frommen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Beruf hat, kann man schwer sagen, oder? Weil die Beziehung zu Gott durch Jesus Christus, die tut ja mein ganzes Leben irgendwie prägen. Und darum würde ich sagen, ja, ich bin ganz gesund, aber ich muss immer noch aufpassen und halt einfach, wie soll ich sagen, Kennzeichen wahrnehmen und ernst nehmen, oder? Ja, dort hinhören, oder? Ja, genau. Ja. Wir haben eine Rubrik in dem Vis-à-vis. Jawohl. Das heisst immer Gott und du. Das sind einfach 3 Fragen aus dem Alltag, aus deinem Alltag, wie du eben Gott erlebst, wie du Jesus erlebst. Die erste Frage wäre, ja, wie erlebst du eben den Jesus heute in deinem Alltag? Also unspektakulär meistens, aber ich würde sagen, etwa 60-70% von meiner Arbeit sind ja persönliche Gespräche mit Menschen. Und da gibt es so einen frommen Ausdruck unter den Christen, das heisst Eingebungen. Also, dass ich wie merke, ich frage manchmal die Leute oder es kommt mir irgendetwas in Sinn in Gesprächen, wo ich muss sagen, ich glaube, das ist wirklich von Gott gewesen. Oder manchmal merke ich auch, dass jemand mir sagt, du, jetzt hast du vor einer halben Stunde das gesagt, kannst du mir das noch mal sagen? Und dann merke ich, ich weiss es wie nicht mehr, weil ich wirklich glaube, das ist im Moment etwas gewesen. Das kann ich nicht erklären, das ist wie etwas Übernatürliches. Christen redet von Eingebungen vom Heiligen Geist, also von dieser Person von Gott, die ich glaube, die heute da ist. Das ist schon eine wesentliche Form, würde ich jetzt mal sagen. Was hast du Fragen an Gott? Und wenn ja, was für dich? Also je älter ich werde, desto mehr Fragen habe ich an Gott. Also ich würde sagen, als ich 20 war und eben die Erfahrung gemacht habe, hier in Florenz, da habe ich schon einen relativ fundamentalistischen Glauben gehabt.
Und dann habe ich nicht mehr, also ich habe schon viele Fragen an Gott. Bei den Theologen heisst das die Theodizee-Frage, warum Gott lässt du all das Leiden zu und all die Ungerechtigkeit. Ja, also wenn man in die Weltgeschichte rausschaut, oder? Und da kann ich nur immer wieder sagen, ich kann es nicht verstehen, aber ich will es stehen lassen und glaube, dass du, Gott, dabei bist, auch wenn ich es nicht verstehen kann. Aber da muss ich mich eigentlich fast jeden Tag dazu entscheiden. Was gibt dir denn Hoffnung für die Welt? Dass Gott doch grösser ist als meine Gedanken und dass in der Bibel versprochen ist, dass er die Welt wird zu einem Ziel führen. Und ich weiss ja nicht, geht jetzt das noch 50 Jahre oder noch 100 Jahre oder noch 1000 Jahre? Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass wir noch 1000 Jahre so weitermachen können. Und es gehört für mich halt schon zu dem Menschlichen, das Wort ist ein bisschen schwierig, Demut, oder? Ich weiss nicht, was Gottes Gedanken sind. Und ich finde, ich kann Gott oft nicht verstehen, warum er jetzt da nicht eingreift. Aber er lässt uns Menschen ja den freien Willen. Also wir müssen ihm ja nicht nachfolgen. Also wenn wir uns würden an die guten Grundregeln halten, die er uns nur schon in den 10 Geboten gegeben hat, oder? Geschweige denn von der Bergpredigt, das finde ich dann noch viel anspruchsvoller. Aber wenn wir uns mehr würden an das halten, dann gäbe es ja all die Not und die Krieg und die Ungerechtigkeit nicht. Danke vielmals für deine Zeit, Ruth Maria. Sehr spannend gewesen, sehr ein, ja, erfülltes und spannendes Leben, das du hast. Danke dir vielmals. Das ist so. Danke auch. Mit der Ruth Maria Michel ihrer Arbeit verlinken wir euch gerne noch in den Shownotes. Und ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid bei dem Vis-à-vis, frisch gerade aus der Sommerpause. Und frisch machen wir wie gewohnt weiter, dann nächste Woche mit der Sarah Maria Graber. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit. Mein Name ist Ruth Stutz. Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.